Den Richter haben die auch angelogen, weil die behauptet haben, die haben mit uns am 19. dieses Gespräch geführt. Mein Sohn ist am 20. gestorben. Er erschießt 3 Menschen an einem Ort. Dann läuft er zu seinem Auto, Willi hinterher, ruft 4-mal die Polizei und die gehen nicht ans Telefon. Willi wird als Erster getötet dort, Hamza als Letzter, mein Sohn Hamza. Mhm. Der Täter hätte niemals im Besitz von Waffen kommen dürfen. Wegen seiner Vorgeschichte. Ich rede vom Behördenversagen. Willkommen zu einer ganz besonderen Folge Beast Kitchen. Vor über einem Jahr, am 19.02., hat ein Rassist in Hanau 9 Menschen das Leben genommen. Wir alle haben von diesem Tag gehört und auch was passiert ist. Aber wie ging es weiter? Wie und was wurde von der Polizei und Staatsanwaltschaft bis heute ermittelt? Wie ist unser Staat mit den Angehörigen der Getöteten und denjenigen, die körperlich und geistig verletzt wurden, umgegangen? Nur kurze Zeit später hat uns weltweit eine Pandemie erreicht und über Hanau wurde sehr wenig berichtet. Ich freue mich heute, Armin und Kerim Kurtovic bei mir begrüßen zu dürfen. Mit Ihnen möchte ich über den 19. Februar und alles, was danach aus Ihrer Sicht passiert ist, reden. Um den Opfern zu gedenken und um euch einen Einblick in eines der schrecklichsten Ereignisse der deutschen Geschichte zu gewähren. Vielen Dank. Erstmal Entschuldigung, Leute, dass ich den Einstieg alleine gemacht habe. Für mich ist das wirklich ein sehr, sehr emotionales Thema. Ich habe mich auch die Tage schon reingelesen und es hat mich da schon wirklich richtig aufgewühlt. Von daher muss ich heute den Intro alleine machen. Nichtsdestotrotz herzlich willkommen, dass ihr heute hierher gefunden habt. Vielen Dank. Oder hier hingekommen seid. Wie war die Fahrt hierhin? Gut. War ja? Gut. Sehr gut. Wir werden heute, ihr habt euch das so gewünscht, Rindfleisch. Ja, ich habe eine ganz klassische, einfache Rindfleischpfanne jetzt rausgesucht, ein bisschen Filetspitzen. Darum geht es heute jetzt nicht so stark. Ich will mehr über euch reden, über den 19. Februar. Wie habt ihr den wahrgenommen? Was ist passiert im Nachhinein? Deswegen sind wir heute hier gemeinsam zusammen. Und ich würde auch direkt schon zur ersten Frage kommen. Wie habt ihr den 19. Februar 2020 wahrgenommen? Es war ein ganz normaler Tag. Hamza hat mir geschrieben, was gibt's zu essen? Ich habe ihm gesagt, was die Mutter gekocht hat. Er ist gekommen, er hat gegessen, er hat geduscht, ist in sein Zimmer, hat telefoniert. Ich glaube, er hat eine halbe Stunde geschlafen oder so. Und dann steht er auf und sagt zu mir, Papa, ich gehe jetzt. Normalerweise sagt er immer, ich gehe. Mhm. Ich gehe jetzt. Er ist gegangen. So 22 Uhr hat mir meine Tochter eine SMS geschrieben. Papa, in der Stadt ist eine Schießerei. Was macht ein Vater? Ich habe sofort meine Söhne angeschrieben, um zu gucken, wo die sind. Mhm. Er hat sich gemeldet, der Ältere hat sich gemeldet, Hamza hat sich nicht gemeldet. Und dann schreibt mir der Aziz, also der Ältere, zurück. Papa, es ist nicht in der Stadt, es ist in Kesselstadt. Am Lidl. Dann habe ich aus dem Fenster geguckt und den Hubschrauberkreisen gesehen. Mhm. Kesselstadt, ist das jetzt die Stadtteil? Stadtteil, wo ihr wohnt? Genau, wo wir leben. Wie sieht dieser Stadtteil aus? Wie ist er geprägt? Überwiegend Migranten? Es sind 70-80% Migranten, aber es ist ein ruhiger Stadtteil. Es ist nicht so, wie man das gerne hinstellt. Mhm. Da ist ein Jugendzentrum, da ist eine Grundschule. Arbeiterviertel. Arbeiterviertel. Ein paar Hochhäuser, Einfamilienhäuser, ein ganz normales Viertel. Mhm. Und dann habe ich den Hubschrauber gesehen, aus dem Grund, weil Hamza sich nicht gemeldet hat. Die anderen zwei hatten sich ja schon gemeldet. Bin ich raus, ich wollte gucken, was los ist. Und ich bin zum Lidl gekommen, da war die Polizei da. Die Polizei war schon da, vorne war abgesperrt. Das ist ein kleines Viertel, jeder kennt jeden. Mhm. Ich habe gefragt, was ist los? Die Leute, die ich da gekannt habe, die haben mir gesagt, vorne liegen der Gökhan, der Mercedes, die Mercedes und der Ferhat. Das sind alles Menschen, die ich gekannt habe. Ferhat war ein Freund von Hamza und von meinen Söhnen. Mercedes habe ich aus dem Kiosk gekannt, wie den Gökhan, der da gearbeitet hat. Ganz normale, ruhige, nette Menschen. Und natürlich ist man damit mitgenommen. Aber mir ging's und dann bin ich um das Haus rum, zur anderen Seite, und habe durch das Fenster geguckt, weil es so ein, was da drin in der Arena war, los war. Mhm. Aber man kann es nicht sehen. Ich habe nur die Einschusslöcher gesehen durchs Glas und es ist dieses Milchglas. Mhm. Ich konnte nicht reingucken. Und dann bin ich wieder zurück.
Und ich habe den Polizisten gefragt, ich suche meinen Sohn. Er sagt, ich war gerade eben drin, wie sieht er aus? Der Hamza hatte so einen Trainingsanzug an von Nike aus Camouflage mit Orange. Da war das Orange, dieses Nike-Zeichen drauf. Das sieht man aus dem Flugzeug. Eine schwarze Winterjacke. Und er guckt mir eiskalt ins Gesicht und sagt, so einer liegt hier nicht drin. In dem Augenblick sehe ich, wie die Hamza raustragen. Aber ich habe ihn nicht erkannt, weil er komplett abgedeckt war. Und dann kam ein Freund von Hamza, Juma. Ich habe ihn, den Juma gefragt, wo ist der Hamza? Drin ist er nicht. Und er guckt auf den Boden und sagt, doch, er ist drin. Und da war mir alles klar. Und dann ging das los. Dann hat der Aziz mir gesagt, er hat einen Polizisten gefragt. Er hat ihm gesagt, Hamza ist im Krankenhaus. Wir sind dann mit dem Auto losgefahren in ein Krankenhaus, ins zweite Krankenhaus. In dem einen war der Idris, im zweiten war der Momo. Hamza war nicht, nirgendwo. Dann habe ich das Handy genommen, Google. Offenbach, Frankfurt. Ich hatte auch das richtige Krankenhaus erwischt. Die Frau sagte, hier ist jemand eingeliefert worden. Die Ärzte kämpfen ums Leben. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wer es ist. Wir haben ihn nicht gefragt. Das Leben geht vor. Aber gehen Sie doch zum Polizeipräsidium und fragen Sie da, die werden Ihnen Auskunft geben. Dann sind wir zum Polizeipräsidium gefahren. Da standen 7, 8, 10 Busse von Polizisten außerhalb. Aus Bayern, aus Rheinland-Pfalz. Und da haben die mich gefragt, was möchten Sie hier drin? Wieso Sie rein möchten? Dann habe ich gesagt, so und so. Und er sagte zu mir, fahren Sie nach Hause, Sie werden angerufen. Ich meine, wer fährt in so einem Augenblick nach Hause? Mhm. Dann sind wir zum Tatort. Die haben uns nochmal gefragt und haben uns gesagt, wir sollen das Auto stehen lassen. Und haben uns in so einen kleinen Bus gesetzt, in diese Turnhalle gefahren, im anderen Stadtteil. In dieser Turnhalle waren dann die ganzen Familien? Da waren alle Angehörigen alle drin. Genau. Die haben die Daten aufgenommen. Das war so ein 1, 12, als wir da waren. 12. Und die haben die Daten aufgenommen, wen wir suchen. Wir mussten uns ausweisen. Das sind Leute, man kennt sich vom Sehen. Aber ich wusste nicht, wer es ist. Die Kinder sind zwar befreundet, aber jetzt weiß ich alles, wer da du war. Du kanntest alle nur die Gesichter, du konntest nur nicht jeweils zuordnen, wer zu ihm gehört. Genau. Und um 2:30 kommt dieser Kripo-Beamte rein, ruft uns durch. Und 2:30 morgens? 2:30 morgens. Habe ich gesagt, hier bin ich. Wer sind Sie? Ich bin der Vater, das ist die Mutter, das sind die zwei Brüder. Mhm. Wir kommen gleich zu Ihnen. Und alle halbe Stunde bin ich hingegangen, was ist jetzt? Sagen Sie mir doch wenigstens, wo mein Sohn liegt. Ich gehe alleine hin und suche ihn. Gegen 6 Uhr sagt er zu mir, die Polizeistreife ist auf dem Weg ins Krankenhaus, um den Verletzten zu identifizieren. Den Verletzten. 6 Uhr morgens. 6 Uhr morgens. Es bringt ja nichts, wenn er mir falsche Informationen gibt. Die Polizei ist erst auf dem Weg dahin. Mhm. Und um 6:30 kommt er rein, hat eine Liste dabei und fängt an, gnadenlos, ohne Gefühle, die Namen runterzulesen. Der Verstorbene? Ja. Mhm. Die haben es nicht geschafft. Haben sie aber dabei. Allein Hammer. Mega in Frieden ruhen. Haben sie aber dabei. Er hat uns aber in ein Zimmer gebracht, um es uns zu sagen. Meine Frau ist zusammengeklappt, meine Tochter ist zusammengeklappt. Und da habe ich denen gesagt, rufen Sie bitte einen Arzt, einen Krankenwagen, der soll Ihnen Spritzen geben. Ich habe ein Kind verloren, meine Frau, meine Tochter, ist zu viel. Die zwei, Aziz hat gegen die Wand geboxt, da war alles blutig. Dann hat er so einen Seelsorger gerufen und die sagen zu uns, nein, keine Spritze. Die müssen weinen, es muss raus. Und jetzt gehen sie nach Hause. Mhm. Die wollten uns nicht sagen, wo die Verletzten, also wo mein Sohn liegt. Die wissen es nicht. Die offizielle Aussage, uns gegenüber, die wissen es nicht. Später haben wir dann die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit war welche? Die Wahrheit war, Hamza ist um 0.35 Uhr für tot erklärt worden. Und um 6 Uhr morgens hat man euch dann noch gesagt? Um 1.15 Uhr war die Polizei da zur Leichenbeschauung. Mhm. Er beschreibt ihn
Mein Sohn war dunkelblond, blauäugig, hellhäutig. Mhm. Wenn er auf der Straße gesehen hat, hat er gedacht, er ist ein Deutscher oder ein Schwede. Aufgrund seines Namens, nehme ich mal an, Hamza Kurtovic, orientalisch, südländisch. Mhm. Da drin steht, die Augenbrauen sind augenscheinlich gezupft, kosmetisch verändert. Ich habe Bilder dabei, er hatte immer dünne Augenbrauen wie seine Mutter. Mhm. Also hat auch nichts mit ihm zu tun. Mhm. Und dass kein Widerspruchsberechtigter gegen die Obduktion bekannt ist. Und ich sitze bei denen. Was bedeutet das genau? Die dürfen nicht obduzieren, die müssen die Angehörigen fragen. Und ihr habt nichts zugestimmt, die haben dann einfach gemacht? Nein, die haben es gemacht, haben sich später erst den richterlichen Beschluss geholt. Den Richter haben die auch angelogen, weil die behauptet haben, die haben mit uns am 19. dieses Gespräch geführt. Mhm. Mein Sohn ist am 20. gestorben, für tot erklärt worden. Und am 20. haben wir alle erfahren, dass die tot sind. Mhm. Wie wollen die am 19. mit uns gesprochen haben? Da war schon mal eine Frage offen, ne? Ja. Das sind alle Sachen, das ist frei erfunden. Mhm. Ich meine, die Polizei hat auch ihre Gesetze, die gelten auch für die. Und Regeln, an die sie sich halten müssen. Genau wie für uns. Absolut. Und wenn die sich nicht dran halten, soll ich das jetzt totschweigen? Diesen Anblick, wir haben eine Woche gewartet, über eine Woche, für die Leichenfreigabe. Eine Woche, über eine Woche. Über eine Woche, 8 Tage. Mhm. Aber mit der Obduktion waren die so schnell, 12 Stunden nach seinem Tod haben sie angefangen. Haben die gedacht, dass er wegrennt oder was? Mhm. Und uns wollten sie nicht sagen, wo er liegt. Die wissen es nicht, die wissen es nicht. Als später die Unterlagen kamen, und ich weiß auch nicht, wieso sie obduziert haben. Das geht mir nicht in meinen Kopf. Wenn was nicht geklärt ist, Vergiftung oder so, kann ich es ja verstehen. Okay, aber das war offensichtlich aus seiner Sicht. Es ist doch alles auf dem Film. Mhm. Die sitzen, die essen, dann stehen die auf. Und es gibt also Videoaufnahmen. Ja, von der Tat gibt es auch. Von der Tat gibt es Videoaufnahmen. Ja. Also eigentlich hätte man nicht obduzieren müssen, mal anhand des Videos hätte man es erkennen können. Ich weiß es nicht. Was interessiert jemanden, wie schwer sein Herz war, sein Gehirn, seine Organe? Was interessiert es jemanden? Mhm. Da sind die gründlich. Mhm. Aber wenn ich was wissen will, was im Zusammenhang mit der Tat ist, dann sagen die, und nicht nur ich will es wissen, alle Angehörigen wollen es wissen. Ja, das ist so Larifari. Es ist nicht Larifari. Mhm. Nee, auf gar keinen Fall. Es muss raus. Mhm. Es muss einfach raus. Absolut. Ganz kurz, also, erste Mal mit der Polizei in Kontakt war am Tatort. Genau. Dann seid ihr nach der Turnhalle am nächsten Morgen, das war dann der 20. Genau. Die haben uns eine Telefonnummer gegeben. Wir sollen da ab 8 Uhr anrufen. Also 6:30 haben wir. Gegen 6 Uhr morgens habt ihr oder die Familie Kurtovic hat erfahren. Alle haben es erfahren um dieselbe Uhrzeit. Um 6 Uhr morgens war das? Nach 6, halb 7. Halb 7 am 20. haben die alle Familienangehörige erfahren, die jeweiligen Personen sind verstorben. Genau. Richtig. Und dann hat man euch nach Hause geschickt? Genau. Man hat uns eine Telefonnummer gegeben, so ein Informationszentrum, wir sollen dort anrufen. Ja. Ab 8 Uhr. Ich bin nach Hause, ich muss erstmal mich darum kümmern, dass die Hausärztin kommt, dass meine Tochter und meine Frau medizinisch versorgt werden mit Beruhigungsspritzen, mit allem. Und habe da um 8 Uhr angerufen. Die haben mich zurückgerufen, Wir fangen nur schon mal ein bisschen an zu schneiden. Der Karim ist so lieb und ich muss euch ehrlich gestehen, für mich ist das gerade so eine emotionale Folge, dass mir ehrlich gesagt der Appetit vergangen ist. Aber ich will auch, dass das bei Beast Kitchen nicht so kurz kommt. Und von daher, der liebe Karim hat sich jetzt bereit erklärt, die Zwiebeln zu schneiden und auch das restliche Gemüse. Danke, Habibi Karim. Alles gut. Um 8 Uhr habe ich angerufen, gegen 10, halb 11 haben die zurückgerufen. Ich wollte einfach wissen, wo mein Sohn ist, in welchem Krankenhaus er liegt. Meine Frau und meine Tochter wollen ihn sehen, genau wie ich. Mhm. Nein, das können die uns nicht sagen. Die wissen es nicht. Die Leiche ist beschlagnahmt. Generalbundesanwalt, irgendwelche Geschichten erzählt. Das hatte ich für mich angehört. Die sind aus Karlsruhe gekommen, haben ihn in den Kofferraum gesteckt und weggefahren. Und keiner weiß, wo er ist. Das hat sich so angehört. Ja, ja. Wahnsinn. Die Wahrheit ist, er war in der Leichenhalle,
Und die hatten schon die Obduktion. Die war schon am Laufen. Während man euch noch ein bisschen so hingehalten hat. Ja. Mhm. Die wollten nicht zulassen, dass wir ihnen am Stück sind. Wahnsinn. Wer sich keine obduzierte Leiche angesehen hat, der weiß nicht, wovon ich rede. Wenn man Frankenstein sagt, den Film, das beschreibt alles. Also der Herr Kurtovic will damit sagen, dass wenn man eine Leiche obduziert, dass er wirklich Schnitte und Narben, also es werden wirklich Schnitte und dann wird es wieder zugenäht und es sieht, wie soll ich euch sagen, Leute? Ihr könnt euch auch einen Teil denken. Von hier, ich erkläre es mal, von hier bis unten, komplett auf. Das ganze Bein auf. Der Kopf hier so auf. Und dann zusammengetackert danach, wie ein Stück Fleisch. Allahu Akbar. Die Ermittlungen haben ja direkt begonnen, ja. Wie wir jetzt gerade so leicht rausgehört haben. Ja. Es hieß ja direkt am Anfang, einige Medien haben direkt gesagt, Kleinkriminalität, irgendwas im Milieubereich und, und. Ab wann habt ihr denn erfahren, wer der eigentliche Täter ist? Und wie? Am nächsten Tag, wie gesagt, ich habe den Hausarzt angerufen, ich habe um 8 Uhr bei der Polizei angerufen und bevor die mich zurückgerufen haben, wusste ich, wie der Täter heißt. Aha. Ich habe es aus der Bild-Zeitung erfahren, von Google. Ich gucke von meinem Balkon direkt auf das Täterhaus. Das von deinem Balkon guckst du direkt auf den Täterhaus? 200 Meter Luftlinie. 200 Meter vielleicht. Krass. Da war alles mit Polizei, selbst in der Tatnacht, als wir ins Krankenhaus fahren wollten, bin ich zweimal am Täterhaus vorbeigefahren. Einmal vorbei und da haben die mich gestoppt, die Polizei. Mhm. Hausreihe, am letzten Haus waren die, das Täterhaus ist das dritte. Da haben die mich gestoppt und wieder zurückgeschickt. Also zweimal am Täterhaus vorbei. Das war 12. Ich weiß nicht. 12. Kurz nach 12. Und wie gesagt, bevor die mich zurückgerufen haben, war es ja schon im Internet. Sein Vorname, der Anfangsbuchstabe des Nachnamens. Und Foto. Foto auch, aber das war so verpixelt. Aber was es war. Das man hat auch, also du hast auch von den Medien erfahren, um was für ein Akt es sich gehandelt hat. Genau. Also es war nicht der eigentliche Akt, wie ihr es am Anfang gehört habt, sondern es war ein rechtsextremer Terrorismus. Was hat Clan-Kriminalität mit so vielen Toten zu tun? Das frage ich mich auch. Was hat das damit zu tun? Wenn einer was mit jemandem hat, was Persönliches, dann tötet doch keinen Unschuldigen. Hin und wieder, wenn sich mal die eine oder andere Familie streitet, kommt ja gerne hin und wieder noch jemand dazu. Aber dass da jetzt wirklich so viele Toten bei so einer Familienstreit an zwei Tatorten ist, habe ich noch nie mitbekommen. An zwei Tatorten. An zwei Tatorten. Ja, ja, ja. Ich meine, man muss sich vorstellen, er erschießt drei Menschen an einem Ort, am ersten Tatort. Hat sich im Auto gesetzt. Dann läuft er zu seinem Auto, setzt sich ins Auto. Fährt weiter zum nächsten Stadtteil. Ne? Der Willi, der tragische Held der Nacht, stellt sich noch vor sein Auto, hat ihn blockiert, hat ihn nicht rausfahren lassen zum Parkplatz. Der Täter schießt das zweite Mal auf ihn. Willi fährt weg, der Täter fährt der Willi hinterher. Willi ruft viermal die Polizei, fährt ihm hinterher und die gehen nicht ans Telefon. Willi ist einer der Ermordeten. Genau, der Junge im Auto erschossen wurde, dem Täter hinterhergefahren ist. Der ist von dem ersten Tatort den Täter hinterhergefahren. Hat ihn auch versucht zu blockieren, dann wurde er geschossen. Er wurde, Willi kam die Straße entlang, als er den dritten Mord verübt hat. Und dann hat er auf Willis Auto geschossen. Der Willi hat den Rückwärtsgang eingelegt und hat ihn blockiert, hat ihn nicht aus dem Parkplatz fahren lassen. Da wurde er das zweite Mal beschossen. Willi fährt weg, der Täter raus Richtung Hause. Willi hinterher, ruft viermal die Polizei und die gehen nicht ans Telefon. Wahnsinn. Die kommen zum Kurt-Schumacher-Platz. Willi wird als erster getötet dort. Hamza als letzter, mein Sohn Hamza. Und die Polizei ist immer noch nicht da. Wahnsinn. Ich bin sprachlos. Ich würde jetzt ein bisschen kurz zum Kochen kommen. Ja? So, der Karim, du übernimmst heute das Kochen. Alles gut. Ja? Wie ist das denn bei dir zu Hause? Kochst du auch zu Hause? Ja, sehr viel. Ja? Okay, sehr viel. Was ist dein Lieblingsgericht, wenn du sehr viel kochst?
Spaghetti Bolognese. Ja, ich liebe auch Pasta. Und jetzt hast du die Wahl, zu Hause kochen oder draußen essen? Zu Hause kochen. Sehr gut, sehr gut. Wie ist das mit dir, Armin? Ich kann gut kochen, aber seit einem Jahr habe ich nichts mehr gemacht. Nein. Mir, meine Frau und ich, wir haben Probleme, eine Suppe, diese Fertigsuppen zu kochen. Das ist jetzt wie, als ob wir eine Torte backen würden. So eine Hochzeitstorte. Ich sag dir ganz offen und ehrlich, so fühle ich mich gerade auch. Ja. Also sonst koche ich wirklich außer Handgelenk raus, so wirklich frei Kopf. Aber jetzt gerade momentan, ich kann mich nicht konzentrieren. Nicht mal Appetit habe ich nicht. Stell dir vor, du wirst in meiner Haut sein. Und nein, diesen ganzen Informationsfluss. Ich kann es nicht mal so. Also ich sag dir, guck mal, ich bin gerade sehr, sehr aufgewühlt, aber ich kann es nicht mal annähern, das fühlen und nachvollziehen, wo du drin bist. Ich wünsche es keinem. Ich habe es nicht mal meinem ärgsten Feind gewünscht. Ja. Allahu Akbar. Magst du noch die Zucchini schneiden und die Paprika? Wie soll ich die schneiden? Einfach so kleine Stücke, so ein bisschen so große Streifen, wenn es geht. Ja? Okay. Das sieht gut aus. Du hast Potenzial für dieses Kitchen. Mag dich scharf? Ja. Geht scharf. Scharf geht um. Du auch, Ami? Ja. Noch einmal zusammengefasst. Was ist schiefgelaufen? Also, man hat nicht direkt mit offenen Karten mit euch geredet. Ja. In den Medien oder wird auch berichtet, dass eine Shisha von der Shisha-Bar eine Tür verschlossen war. Wie ist das aus deiner Sicht? Fass das mal zusammen, bitte. Schiefgelaufen ist Folgendes. Der Täter hätte niemals im Besitz von Waffen kommen dürfen. Wegen seiner Vorgeschichte. Seine Vorgeschichte war? Zwangsanweisung, in die Psychiatrie, Verfolgungswahn und solche Sachen. Rechtsradikale Äußerungen waren da auch, rechtsradikale Äußerungen, alles. Ja, ja. Man hätte ihm die Waffen entziehen müssen, in dem Augenblick, als er angefangen hat, die Sicherheitsbehörden anzuschreiben. Ja. Seine Website darauf hinweist und was alles auf dieser Website war. Verschwörungstheorien, das Manifest war 2 Wochen online, das Bekennervideo online. Das hätte man im Auge haben müssen. Darauf reagieren sollen. Genau. Sonst sind die auch eigentlich immer schnell, wenn es um orientalische Mitbürger geht, sag ich mal. Orientalisch-südländische, dann sind sie schneller, als sie sollen. Du sagtest, er hat die Behörden angeschrieben. Genau. Für die Leute, die den Fall nicht komplett verfolgt haben, kannst du das bitte noch einmal erklären? Sicherheitsbehörden, damit meine ich den Generalbundesanwalt. Ja, also der Täter hat den Generalbundesanwalt angeschrieben? Genau. Oh, das wusste ich jetzt auch nicht. Ja. Okay. Er hat den Staatsanwalt in Hanau angeschrieben. Ja. Und er hat die Polizei in Hanau angeschrieben. Ja. Und spätestens die. Und weißt du, wann das war? Wie weit vor der Tat das war? 2-3 Monate, glaube ich. Ich spekuliere jetzt, ich weiß es nicht mehr im Kopf. Ja, ja. Also es war vor der Tat. Da vor war der genug Tat, Zeit zu reagieren. Also es war genug Zeit, das wahrzunehmen, darauf zu reagieren und es wurde nicht gemacht. Genau. Okay, was ist noch schiefgelaufen, zusammengefasst aus deiner Sicht? Schiefgelaufen ist in der Tatnacht, dass die Telefonanlage, also 110, der Notruf, nicht erreicht war. Mhm. Heute wissen wir, dass dieses Problem seit 20 Jahren in der Polizei bekannt ist. Seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Genau. Jetzt 20, nur im Bereich in Hessen? Hanau. Nur im Bereich Hanau, genau. Hessen? Genau. Ja. Ist dieses Problem, vor 20 Jahren gab es keine Smartphones. Mhm. Nur zum, wie die Technologie fortgeschritten ist. Ja, was soll ich sagen, Daumen hoch an die deutsche Regierung. Ja. Ja, es ist nicht die deutsche Regierung, wir müssen das klar trennen. Okay, wie siehst du das denn? Wir reden vom Bundesland Hessen. Vom Bundesland Hessen. Es ist alles Ländersache. An die Landesregierung Hessen. Es ist Ländersache. Mhm. Du fragst es, ob die Polizei da war, ob sich jemand entschuldigt hat oder so. Ja. Hast du gefragt. Wir hatten letztes Jahr ein Gespräch mit dem Generalbundesanwalt. Die sind nach Hanau gekommen. Das Bundeskriminalamt war dabei. Und die waren wirklich bemüht, uns auf unsere Fragen zu antworten. Aufklärung zu geben. Natürlich, Sachen, die noch ermittelt werden, darauf können die nicht antworten, sollen die auch nicht. Mhm. Aber alles, was uns interessiert, ist Sache der hessischen Polizei. Und von denen lässt sich keiner blicken. Alles totgeschwiegen.
Alle Probleme, die wir haben, sind Probleme Land Hessen. Notruf, Land Hessen. Ja. Verschlossener Notausgang, Land Hessen. Genau, da war ja noch was, dass die Shisha-Bar, der Notausgang verschlossen war, auf Anordnung der Polizei Hessen. Dass wir ganz kurz mal, der erste Tatort war ein Bistro, war keine Shisha-Bar. Mhm. Das zweite Opfer, Fatih Saracoglu, war auf der Straße. Er wurde auf der Straße erschossen. Das dritte Opfer, Sedat Gürbüz, war in der Shisha-Bar. Er ist das einzige Opfer in der Shisha-Bar. Die anderen Opfer sind im Kiosk und in einer Sportsbar. Mhm. Es ist keine Shisha-Bar. Mhm. Wenn die Leute hören, wie damals diese Dönermorde, NSU, mhm. Dönermord, es bleibt immer Dönermord. Es frisst sich ein. Mhm. Aber es ist nur ein Opfer in der Shisha-Bar. So Leute, ich komme noch einmal kurz zum Kochprozess zurück. Es fällt mir wirklich nicht einfach. Ich habe hier in der Pfanne das Fleisch als erstes hinzugegeben. Dann habe ich die Zwiebeln, Paprika mit dann nochmal nachgegeben. Der liebe Kerim schneidet gerade noch die Zucchini und die Champignons weiter. Die geben wir gleich auch nochmal hinzu. Und da sind wir auch kurz vorm Fertig des Gerichts. Und du nur einmal kurz nochmal zurück. Entschuldigt hat sich keiner? Nein. In diesem einen Jahr oder über einen Jahr gab es irgendwelche Ermittlungsfortschritte? Ja. Hat man euch mit involviert in die Ermittlungen oder euch gesagt, so weit sind wir jetzt gekommen mit den Ermittlungen, das sind die Fakten? Erzähl. Also, Entschuldigung, wir waren letztes Jahr am 14. Mai 2020 im Hessischen Landtag. Wir wurden da eingeladen vom Landtagspräsidenten. Es hat der Innenausschuss getagt. Mhm. Es gab Fragen zu Hanau. Mhm. Der hessische Innenminister hat der hessischen Polizei gratuliert für die Leistung, die die gebracht haben. Nochmal, der hessische Innenminister hat der hessischen Polizei gratuliert zu ihrer Leistung. Welche Leistung? Exzellente Polizeiarbeit, ich gratuliere. Was für eine exzellente Polizeiarbeit, der gratuliert? Weiß ich nicht. Wer ist denn nochmal der hessische Innenminister? Peter Beuth. Peter Beuth? Ja. Ach, los, sag mal. Okay, er hat die Polizei Hessen gelobt für die exzellente Polizeiarbeit. Genau. Soviel ich weiß, hat die Polizei Hessen angeordnet, den Notausgang zu verschließen. Angeblich kommt da eine Razzia. So sieht's aus. Kam es eine Entschuldigung von der Polizei? Nein. Es wird ja noch ermittelt in dieser Sache. Herzlichen Glückwunsch, Herr Beuth. Weitere Ermittlungspanne. Man hat euch nicht direkt aufgeklärt. Genau. In der Tatnacht, genau. Sondern erst am nächsten Tag. Man hat euch einen vorgegaukelt. Genau. Ja, und man hat die Leiche ohne euren Willen obduziert. Man hat es verhindert, und gesehen. Genau. Und einen Gerichtsbeschluss auch im Nachhinein geholt. Ja. Zweiter Pluspunkt, Herr Beuth. Was war noch? Telefon, Notruf, unterbesetzt. Dritter Punkt, Herr Beuth, bester Mann. Also, habe ich dich richtig verstanden, ne? Ja. Die Polizei hat angeordnet, die Leiche direkt zu obduzieren. Nein, der Staatsanwalt in Hanau hat es angeordnet, obwohl er gar nicht mehr zuständig war. Und ach so. Er wusste, dass er nicht zuständig ist. Ah, okay. Herr Beuth, ganz kurz, nicht die Polizei hast du da. Also den dritten Punkt gebe ich dir trotzdem. Ja, das nein. War jetzt nicht der Verschulden der Polizei. Nein, dafür verdient er auch einen Orden. Ja, ja. Das ist auch Vergehen der Polizei. Mhm, sag weil, ich ja doch. Weil die sind dazu verpflichtet. Die sind dazu verpflichtet. Verpflichtet, euch zu informieren. Genau. Und wenn wir sagen nein, dann müssen die sich erst einen Gerichtsbeschluss holen. Gerichtsbeschluss holen. Genau. Aber die haben einfach eingetragen, wir haben mit der Familie geredet, es ist nein, okay. Die haben eingetragen bei der Leichenbeschauung, dass keiner bekannt ist. Und ich sitze bei denen. Ach. Und beim Richter haben die gelogen, dass die mit uns gesprochen haben. Ja. Er hat angefangen zu reden. Der hessische Innenminister hat angefangen zu reden und wir 9 Familien waren alle da. Ja. Wir haben uns dann angeguckt, wir haben gedacht, die reden über was ganz anderes. Das war doch irgendwie eine Ohrfeige für euch ins Gesicht. Ja. Ja. Und dann erzählt er von exzellenter Polizeiarbeit und er gratuliert. Und ihr, wie habt ihr euch verhalten? Wie konntest du da ruhig bleiben? Ich war doch im Nebenraum. Im ach Nebenraum, so. Jeder kannst du schreien, so viel du willst. Ach so. Außerdem. Ich dachte, ich habe mir das Bild nicht vorgestellt, dass ihr alle in einem Raum oder in einem Saal gesessen habt. Wir waren jetzt dieses Jahr zum Jahrestag, hat der Hessische Landtag, der Landtagspräsident hat uns dazu eingeladen, die Familien, gedenken an die Opfer. Es ist was Würdiges gewesen. Mhm. Und in dem Augenblick, als wir da waren,
War der Innenausschuss? Nein, nein. Dann war der Innenminister da. Er lässt in dem Augenblick, wenn wir reinkommen in den Landtag, eine Pressemitteilung raus und gibt das sogar zu mit dem Notruf. Mhm. Er gibt das zu, dass es unterbesetzt war. Mhm. Er ohrfeigt uns nochmal. Mhm. Unglaublich. Er ohrfeigt uns nochmal. Mhm. Und ständig verstecken sich alle hinter dem Generalbundesanwalt. Weil er ja den Kopf hinhält letztendlich. Ja, aber der Generalbundesanwalt ermittelt nur gegen Täter, Mittäter, Mitwisser. Mhm. Alles andere ist Ländersache. Ja, also wenn ich jetzt jemanden an den Kragen will, der dafür verantwortlich ist, sagen wir jetzt mal vielleicht der Innenminister von Hessen, der Herr Beuth. Er ist verantwortlich, politisch verantwortlich. Dann kann man nicht den Generalbundesanwalt dafür belangen. Genau, der Generalbundesanwalt ist gar nicht befugt. Der Herr Beuth hat eigentlich den Generalbundesanwalt als Köder hingeworfen, um sich reinzumischen. Ja, aber wir sind... Ja, ja. Der Generalbundesanwalt war ja da. Er hat ja gesagt, ich bin nur für das und das zuständig. Alles andere ist nicht meine Aufgabe. Mhm. Ist nicht meine Aufgabe. Vielleicht sollte ich mal den Herrn Beuth einladen und gucken, was er dazu sagt. Ja, der wird das alles versalzen. Der wird da ganz... Ja, glaube ich auch. Vielleicht könnte mal was Scharfes kochen. Circa 3 Monate nach der Tat wurdet ihr eingeladen zum Landtagausschuss. Genau. Ja, genau, Innenausschuss. Und da hat man die Polizei gelobt und euch eine Ohrfeige ins Gesicht verbal gegeben. Genau. Wenn ich das so zusammenfassen kann. Genau, vom Innenminister. Okay, aber wir sind jetzt über ein Jahr ist vergangen. Ja. Kamen immer noch keine Ergebnisse? Wie weit sind die Ermittlungen? Nee. Das haben wir gemacht, das... Nein. Wie gesagt, der Generalbundesanwalt ermittelt nur gegen Täter, Mitwisser. Okay. Wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird es einen Abschlussbericht geben. Mhm. Wir reden aber, was uns alle beschäftigt, sind Sachen des Landes Hessen. Notruf, Notausgang, die Vorgeschichte, die Waffenbehörde. Das ist alles Land Hessen. Hessen. Genau. Und da kann man jetzt keinen greifen. Nein, es geht so weit, wir mussten eine Strafanzeige stellen. Ihr müsstet eine Strafanzeige stellen? Wegen einem verschlossenen Notausgang, wegen fahrlässiger Tötung. Und dann frage ich mich, wieso machen die das nicht von Amts wegen? Suchen die sich jetzt aus, wen sie verhaften oder nicht? Ja, das ist logisch. Das ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Macht mich sprachlos, was soll ich dazu sagen? Und bis heute keine Ermittlungsakten, also keine Ermittlungserfolge. Wenn ich jetzt so richtig verstehe. Ihr seid immer noch ins Leere. Wir wissen alle, wer der Täter ist. Der ist auch schon wieder eingeäschert worden, ist verstorben. Aber wer dafür für diese Tat verantwortlich ist, haben wir immer noch keinen. Der Bundespräsident. Frank-Walter Steinmeier. Frank-Walter Steinmeier. Er war in Hanau nach der Tat, hat uns auch eingeladen nach Berlin. Wir waren auch da. Mhm. Der hat uns auch zugehört. Der Seehofer war auch da. Der hat uns auch zugehört. Mhm. Er war jetzt beim Jahrestag da, der Bundespräsident. Mhm. Er hat es ja ausgesprochen. Es ist die Was hat er ausgesprochen? Es ist die Bringschuld des Staates, für Sicherheit zu sorgen und die Fehler zuzugeben. Er hat es ja ausgesprochen. Wenn Fehler gelaufen sind, jemand muss die Verantwortung übernehmen. Also ich nehme jetzt frecherheitshalber raus, so wie ich das jetzt so höre und wahrnehme, sollte da Herr Beuth die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, ey, mein Verschulden, hier bin ich, ich diene jetzt dafür da für Aufklärung und ich lasse die Hose runter. Oder wie siehst du das? Ja. Oder? Wenn er seinem Job nicht gewachsen ist oder zurücktreten. Absolut. Das ist halt nicht der Einzige, dass er nicht nur seinem Job gewachsen ist. Politik ist immer so ein schwieriges Thema. Ja, aber wenn einer da hingeht, der kommt da nicht hin von Gottes Gnaden oder per Erbschein. Der wird dahin gewählt. Der wird dahin gewählt, genau. Und er gibt einen Eid auf die Verfassung ab. Ja, ja. Ist es so? Ja, absolut. Und er soll sich dran halten. Ja, ja. Ob die das machen, ist immer so eine andere Sache. Ja, aber wenn er sich nicht dran hält, dann ist er fehl am Platz. Genau. Ja, aber ich finde es schade und ehrlich gesagt nicht ehrenvoll. Ja, und... dass er sich nicht diesen Schuh anzieht, sondern er auch wieder erst bis zur nächsten Wahl wartet und dass man den abwählt. Verstehst du, wie ich meine? Ja, er sollte wenigstens so die Eier in der Hose haben und sagen, ey, das ist mein Verschulden, ich habe Kacke gebaut, hiermit trete ich offiziell ab. Er und der Ministerpräsident haben öffentlich versprochen,
es aufzuklären. Ja, ich bin gespannt. Ich habe weiterhin noch die Augen auf Hanau, Herr Beuth, und ich bin gespannt, wie Sie das aufklären. Und die Sache ist, nicht weil er will, er muss es aufklären. Dazu ist er verpflichtet. Und ich verstehe nicht, wieso im Bundesland Hessen alles abgeblockt wird. Gemauert und geblockt. Also der Täter hat ja die Menschen aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Aussehens ermordet. Ja, der hat eine bunte Vielfalt getroffen. Ja, das hat das Ganze euch noch mehr zusammengeschweißt. Was tut ihr oder was können wir tun, um euch zu unterstützen? Wir brauchen die Öffentlichkeit, die breite Öffentlichkeit. Was wir erlebt haben und durchgemacht haben, soll nie wieder jemand anders durch. Hanau soll Endstation sein. Ja, ich hoffe. Und es kann nur Endstation sein, wenn dieser Fall lückenlos aufgeklärt wird und wenn aus diesen Fehlern gelernt wird, wenn Konsequenzen gezogen werden, Lehren daraus gezogen werden. Wenn man das alles totschweigt, ist es ja vorprogrammiert. Wenn man auch seinen Posten behält, ist es ja vorprogrammiert, dass es nochmal passiert. Ich meine, hier ist kein Verkehrsdelikt. Ich rede von 9 toten Menschen. Ja. Von 9 toten Menschen. Unglaublich. Es kann nicht sein, dass der Vater von Willy Viorel Paun, dass die Polizisten sagen, die hätten nicht gedacht, dass ein Zigeuner Zivilcourage hat. Wo leben wir hier? Wie, nochmal, das musst du mir jetzt nochmal genau erklären. Willy ist einer der Ermordeten. Genau, der dem Täter hinterhergefahren ist, der auch die Polizei gerufen hat. Ja. Und wer hat zu denen gesagt? Die zwei Polizisten sagen, die hätten nicht gedacht, dass ein Zigeuner Zivilcourage hat. Und es bleibt folgenlos. Unter Zeugen, gibt es da Zeugen, dass diese Beamten das gesagt haben? Ja. Respekt. Unter der Gürtellinie, Leute. Ja, und wir reden hier von keiner Kneipenschlägerei, wo sich einer eine blutige Nase geholt hat. Ja. Wir reden von einem rechten terroristischen Angriff. Also du sagst, du brauchst die Öffentlichkeit. Ich biete dir hier gerne meine Öffentlichkeit und auch für jeden weiteren, der betroffen ist, ist gerne herzlich hier willkommen bei Beast Kitchen. Und, aber für die Zuschauer, die jetzt zuschauen, das sind nicht wenige. Ja. Und wenn der ein oder die ein oder andere euch unterstützen will, was können die tun? Initiative 19. Februar. Unterstützen? Ja. In Form von? Finanziellen? Finanziell. Für jede Art Unterstützung. Für jede Art. Also wenn ihr auf Demos seid, ihr kündigt das an. Habt ihr eine Instagram-Seite? Ja, ist alles. Habe ich alles unten in der Infobox verlinkt. Wenn ihr da wirklich tatkräftig unterstützen wollt, schaut bitte auf diese Initiative 19. Februar und packt mit an. Gegen Rassismus und gegen Hass, bitte. Gegen Rassismus, gegen Hass und dass dieses Behördenversagen, ich rede vom Behördenversagen, dass das aufgedeckt wird und dass daraus Konsequenzen gezogen werden, damit es nicht mehr passieren kann. Das ist unsere Intention. Stark. So, kommen noch einmal kurz zum Kochprozess. Ich habe hier noch Kichererbsen, die kommen hier noch mal schön hinzu. Und wir kommen auch schon langsam zum Ende. Habt ihr beide noch was, was ihr gerne hier mitteilen möchtet, der Community sagen, oder ist vielleicht noch was untergegangen, was du noch mal gerne sagen willst, weil ich merke, du bist noch ziemlich am Grübeln und aufgewühlt. Die Menschen müssen verstehen, wir machen das hier nicht aus irgendwelchen politischen Zielen, die wir haben. Nein. Also, nein. Es geht hier, diese Tat, die war so fürchterlich. Absolut. Es sind so viele Fehler gelaufen, dass diese Fehler aufgedeckt werden, dass daraus Konsequenzen gezogen werden. Das mit dem Notausgang, mit dem Notruf und Ferhat Unvar. Ferhat Unvar? Ja. Was war mit Ferhat Unvar? Der Junge liegt auf dem Boden und keiner guckt nach ihm. Wie? Er liegt auf dem Boden, schwer verletzt. Mhm. Tatort Kiosk. Tatort Kiosk. Genau, wo mein Sohn erschossen wurde nebendran. Ja. Und die Polizei steigt 2 oder 3 Mal drüber, 3 verschiedene Beamten und keiner guckt nach ihm. Und er war noch am Leben? Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, das sollen andere entscheiden. Ich bin kein Mediziner, ja. Aber es kann nicht sein, dass sie nicht nach ihm gucken. Die müssen doch nach ihm gucken. Wie kommst du darauf, dass sie nicht nach ihm geguckt haben? Ist doch alles Video. Auf Video sieht man, dass man nicht nach dem Ferhat geguckt hat. Ja.
Aha. Was haben die denn sonst gemacht, wenn ich fragen darf? Weiß ich nicht. Oder was sieht man auf dem Video, was die Polizei gemacht hat? Weil sie da alles abgesichert haben, also abgedeckt. Abgedeckt, dass die Leute nicht reingucken, dass keiner Fotos macht. Dann haben die alles gemacht, nur nicht das, wozu sie da sind. Die haben 10 Minuten gewartet, um überhaupt reinzugehen. Warum? Weiß ich nicht. Der Täter war doch weg und die wussten das. Wahnsinn. Und das sollen die dann erklären. Mhm. Die sollen das erklären, damit ich es in meinen Kopf reinbekomme. Wahnsinn. Ich bin wirklich eins meiner schwierigsten Folgen heute. Ja. Mhm. Die Menschen wissen noch gar nicht, dass der erste Streifenwagen, der am zweiten Tatort angetroffen ist, sich verfahren hat. Weil der ortsfremd war. Wie ortsfremd? Der ist aus einem anderen Ort gekommen. Ah. Der hat sich verfahren. Unglaublich. Hast du sonst noch was, was du gerne hier mitteilen möchtest? An die Öffentlichkeit? Na, dass die Öffentlichkeit halt versteht, warum wir das machen. Mhm. Nichts bringt uns unsere Toten zurück. Nein. Leider nicht. Leider nicht, genau. Aber ihr wollt Aufklärung haben. Wir wollen Aufklärung haben, das wollten wir vom ersten Tag an. Um eure Ruhe aufzufinden. Auch die, unsere Ruhe zu finden, und dass diesen Fehlern gelernt wird. Dass diese Fehler nicht nochmal gemacht werden. Mhm. Weil wenn man das totschweigt und darüber nicht redet, keine Konsequenzen zieht, ist es ja... Ich höre dir zu. Ist es ja schon vorprogrammiert, dass diese Fehler nochmal gemacht werden. Ich sag mal so, was auch ein schreckliches Ereignis hier in Deutschland war, war der NSU. Ja. Ja, da wurde ja auch nicht ganz lückenlos aufgeklärt. Und ich sag mal, Hanau ist NSU 3.0. Ja, NSU. Oder? In Hanau wurden 9 Menschen hintereinander, direkt nacheinander. Nacheinander in 5 Minuten und 6 Sekunden. Genau, bei NSU ging's. Zwei Tatorten. Ich rede von 2 Tatorten, die 3 Kilometer voneinander entfernt sind. Beim NSU sind ja die Akten verschlossen. Und warum verschließt man Akten? Was hat man zu verheimlichen? Genau, sehr gute Frage. Sehr Was gut. hat man zu verheimlichen? Sehr, sehr gute Frage. Ja. Sehr, sehr gute Frage. Es gibt ja ein Bankgeheimnis. Es gibt ein Arztgeheimnis. Es gibt ein Arztgeheimnis. Anwaltsgeheimnis. Anwaltsgeheimnis. Beichtgeheimnis bei der Kirche. Bei der Kirche ein Beichtgeheimnis, genau. Aber gibt es auch ein Polizeigeheimnis? Eigentlich nein. Eigentlich nein. Solange die Ermittlungen laufen, okay, verstehen wir. Klar, das ist schon lange her. Aber NSU, Ermittlung, Gerichtsprozess, war ja in München. Mhm. Untersuchungsausschüsse. Leute, die bei den Taten dabei waren, die niemals belangt wurden, dann verstehe ich das nicht. Und bei dem, was ich erlebt habe, kann ich nur sagen, wenn die Akten verschlossen werden, da stimmt doch was nicht. Da will man irgendwas verheimlichen, das nicht ans Tageslicht kommt. Oder aber wer hat was zu verheimlichen? Gute Frage, Herr Beuth. Entschuldigung. Ah, nee. Warte kurz mal. Lass ihn doch. Lass ihn doch. Ich guck doch. Ich bin Balkanese, er weiß, dass ich Dreck bin. So, Leute. Es war für mich wirklich eine sehr emotionale Folge. Und natürlich macht mir Kochen tierisch Spaß, aber bei so einem deepen, ernsthaftes Thema ist mir ehrlich gesagt die Lust vergangen. Dennoch haben wir es durchgezogen. Danke auch, dass ihr da wart und hier hingekommen seid und die Fragen beantwortet habt. Vielen, vielen lieben Dank. Und hier heißt das Bismillah und rein damit. Ja, haben wir auch schon probiert. Und wie war's? Sehr gut. Sehr gut. Ja. Nicht versalzen. Nicht versalzen. Nicht versalzen. Sehr gut. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Bitte. Nach all diesen ganzen Enttäuschungen und diesen ganzen Strapazen und diesem Leid, den ihr jetzt so gefühlt und gelebt habt, denkt ihr vielleicht auch mal daran, danach auszuwandern? Ich bin in Deutschland geboren. Du bist in Deutschland geboren? Meine Kinder sind in Deutschland geboren. Mhm. Ich habe hier die Schule besucht. Meine Kinder haben die Schule besucht. Also, wo will ich denn hin? Auf den Mond? Also Deutschland ist dein Land, deine Heimat. Und du bleibst in Deutschland. Nach all diesen ganzen Leid, Erfahrungen, Enttäuschungen. Wo will ich denn hin?
Sehr stark. Was soll ich dir sagen? Absolut, du hast recht. Wo willst du hin? Das ist dein Land. Ja, und wir dürfen Rassismus keinen Platz geben. Weder Rassismus noch Hass. Und bitte, Leute, gewisse, ich appelliere jetzt an euch, an die junge Community. Ihr könnt schon dazu beitragen, wenn ihr gewisse Schlagwörter nicht in den Mund nimmt. Ihr könnt dazu beitragen, wenn ihr bestimmte Zeitungsartikel immer wieder seht, wo man immer wieder stigmatisiert und Hetze betreibt, wenn ihr erst gar nicht darauf klickt, auch wenn die 4 Blocks mäßig aufgezogen sind, einfach nicht diesen Klick geben, keine Aufmerksamkeit schenken, da leistet ihr schon ganz großen Beitrag zum Thema Hass und Rassismus. Ich danke euch fürs Zuschauen und schönen Abend.